Was geht ab, meine lieben Freunde? Gestern hat Cashmo in einem Statement, wo er hauptsächlich über die Nika Irani-Thematik gesprochen hat, versehentlich ausgepackt, dass Twin seinen Deal bei Chapter One verloren hat, weil er bei der Allmann-Debatte zu Cashmo gehalten hat. Twin hat es dann später auch bestätigt, sodass wir auf jeden Fall davon ausgehen können, dass es Fakt ist. Auch wenn man auf die Online-Präsenz von Chapter One geht, stehen alle Rapper drin und tatsächlich taucht Twin nicht mehr auf und auch sein Merch wird nicht mehr vertrieben. Es kommt nur eine leere Seite. Leider haben wir jetzt kein Statement von Chapter One gefunden, wahrscheinlich weil sie es nicht nötig finden, ihre Entscheidung zu begründen. Da wir jetzt im Zeitalter von Cancel Culture sind, können wir davon ausgehen, dass tatsächlich auch nichts mehr kommen wird, sodass wir nach aktuellem Stand nur sagen können, tschüss. Was ist das für ein Verhalten von einem Label, das auf der Homepage schreibt, Chapter One hat eine Mission, Hip-Hop-Newcomer und etablierte Künstler auf ihrem Weg mit dem bestmöglichen Netzwerk zu unterstützen. Die starken Vertriebsstrukturen eines Majors treffen dabei auf das familiäre und flexible Umfeld eines Indies. Das Einzige, was flexibel ist, ist das Kündigen eines Rappers, weil er seinen Mann steht, weil er Loyalität beweist, der zu seinem Bruder steht, auch wenn alle Medien gegen ihn anfangs gefeuert haben. Das ist das Problem unserer aktuellen Gesellschaft, dass Menschen fallen gelassen werden, wenn sie Courage und Loyalität beweisen. Und egal wie man zu Cashmo steht, ob man ihn sympathisch findet oder nicht, ob man seine Musik feiert oder nicht, aber Cashmo ist alles, aber kein Nazi. Gerade in der MeToo-Bewegung setzt er sich für einen Rapper ein, der libanesischer Abstammung ist. Was soll das für ein Nazi sein? Und wenn man sich den Track Allmann anhört, rappt Cashmo von Zusammenhalt und erzählt von seiner Vergangenheit. Und das ist doch, was Rap ausmacht. Ein Rapper, der authentisch von seiner Vergangenheit rappt. Doch die einzigen, die ein Nazi-Verhalten an den Tag legen, sind die, die Meinung anderer nicht akzeptieren. Also Leute, ich will natürlich auch eure Meinung hören und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und bitte lasst uns höflich und fair miteinander umgehen. Denn jeder soll und darf seine Meinung haben. Und vergesst nicht, wenn gewisse Worte fallen, werden die Kommentare von YouTube automatisch gelöscht. Peace out. Ich habe auch noch so eine kleine Nebeninfo. Ich habe auch mit ein paar größeren Künstlern mich auch in den letzten Tagen unterhalten. Und da habe ich auch sehr, sehr viel Input Input bekommen, was Majors und so weiter angeht, was die Zensierung bei den Majors aktuell schon angeht, was da gerade abgeht, wie die Texte durchleuchtet werden von den Künstlern, gesagt wird, das geht nicht, das müsst ihr ändern, das müsst ihr ändern. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und mit diesen Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, die selber bei Majors sind, und ich gesagt habe, Alter, warum steht man denn nicht auf und sagt so, wisst ihr was, fickt euch alle, wir bringen jetzt gar keine Mucke raus oder wir boykottieren einfach euch. Seine Antwort war halt so, Alter, der Kampf ist verloren. Macht doch keiner. Keiner hält zusammen. Keiner wird riskieren, seine Deals oder sonst irgendwas zu verlieren. Keiner wird es riskieren. Sogar mein Bruder Twin, der hier eben noch im Chat war, sogar er hat seinen Deal verloren. Er hat seinen Deal verloren bei Chapter One, einfach nur, weil er zu der Allmann-Debatte ein Meme, was jemand anderes gepostet hat, repostet hat. So, ich veröffentliche das jetzt, ich sage euch das jetzt, das weiß niemand. So, er hat einfach zur Allmann-Debatte, da wurden ja auch so Memes und so erschaffen mit Wasabi und so weiter, hat er... irgend so ein Ding hat er repostet, was er selber nicht mal erstellt hat. Und aufgrund dessen hat er seinen Deal bei Chapter One, also Universal, verloren. Das ist so, das gebe ich jetzt zum allerersten Mal hier so bekannt. So ist es. Das heißt, die Rapper mittlerweile sind alle versklavt. Alle versklavt und werden diktiert, werden geleitet und deswegen... Macht doch niemand den Mund auf, wenn es darum ging, Samra zu unterstützen. Ja, ich habe jetzt eben einen Leak gemacht. Ich habe ja mal veröffentlicht, was dir da widerfahren ist. Chapter One, dies, das, jenes. Aber du bist ja eh aktuell gerade auch in deiner Albumphase. Da wirst du ja wahrscheinlich, bald mal. Kurz bevor du live warst, war ich auch live. Da habe ich das Thema angeschnitten, dass ich da rausgeflogen bin, aber nicht warum, weshalb. Aber ist okay, kannst du sagen. Mich hat schon getroffen von den Hurensöhnen, bevor die anderen alle gecancelt haben. Ja, das sollte man auf jeden Fall aber auch natürlich öffentlich noch machen. Ja, werde ich auch machen. Vor allem die Trombone der Hurensohn, der kann das schön hören. Alter. So ist das. Auf jeden Fall können die Leute... wissen, bei uns gibt es auf jeden Fall keine Maulkorb oder sonst irgendwas. Ab jetzt ist Tabula Rasa. Jetzt wird Tabula Rasa gemacht. Aber natürlich versuchen wir natürlich zu rappen auch.
aber manchmal lassen sie uns halt keine andere Wahl, ne? So ist das.